Hallo, hier ist der Chef von Move 36. Es ist Montag, um genauer zu sein, der Tag der deutschen Einheit. Dirk ist immer noch nicht in Deutschland, der wackelt nämlich immer noch durch Japan. Wenn alles gut geht, kommt er aber diese Woche zurück und ist dann nächste Woche endlich wieder da, auch wenn ihn Daniel ja würdig vertreten hat, was das Moderationsgedöns angeht. Das werdet ihr heute nämlich nochmal von ihm sehen. Nächste Woche bin ich da nicht da, weil ich muss ja auch mal irgendwann Urlaub machen und mal gucken, wer dann für euch da ist. Aber jetzt, bevor nächste Woche, erstmal heute, ja. Nächste Woche ist Dirk wieder da. Ja! Yeah, Dirk! Ihr müsst Dirk nächste Woche total den Empfang machen. Und sagen, oh, war das schrecklich. Gott sei Dank bist du wieder da, dann freut er sich. So. Bitte, was? Was? Du darfst das sagen. Ja, ich darf was sagen. Du darfst das sagen. Ich mag's hören. Ich hab gesagt, ich sag Dirk erstmal, dass die Vertretung scheiße war. Ja, das wollte ich doch hören. Das wollte ich hören. Sehr schön. Aber das habe ich, glaube ich, vor 3 Wochen schon mal gesagt. Dass ich das so ertragen will, dass ihr euch einen Dirk wünscht. Wenn ich das geschafft habe, alles richtig gemacht. So, Popcorn. Ich hab kein Popcorn. Weil ich scheiße bin. Du magst mein Bart. Ich wollte sagen, ich mag deinen auch, aber das hat nicht funktioniert. Das hat nicht funktioniert. Hi. Wir gehen alle rein. Könnt ihr über die Seite gehen? Das ist voll gut. Servus. Hi. Hi. Servus. Kommt fürs Knie, kommt rein. So, halt den. Sieht der mehr wie meiner? So, mit Ansage. Oh, liegen noch Popcorn. So. Das ist deins, ja. Wenn sie noch da liegt, keine Versprechung. Danke, Josh. So, für den Moviposter nehme ich wieder mit, ne? Das haben wir ja ausgemacht. Nein? Bist du aufgestanden vorhin? Du wolltest. Du hast gesund. Den gesamten Treibstoff abgelassen. Was? Ich spring nicht unter keinen Umständen. Ich hab Schiss! Was? Ich hab Schiss! Was? Ich hab Schiss! Falls Sie sich fragen, wie es so weit kommen konnte. Wir sind in Brasilien! Alles begann, als wir meinen künftigen Schwiegervater trafen. Benvenido! Und das ist Frank, mein Freund. Na los, ich zeige euch mein Paradies auf Erden. Ah. Schieß den Ball ganz weit weg, Frank. Au! Oh, mein Engel! Wird er uns die ganze Zeit so filmen? Morgen machen wir einen Ausflug in die Umgebung. Ihr wollt einen Spaziergang? Meine Mutter freut sich immer, wenn sie mal rauskommt. Kann ich Ihnen vielleicht helfen? Habe ich dich gerufen? Verpiss dich gefälligst. Ich zähle auf euch. Noch keine Spur von ihm? Es wird zu dunkel, um weiter zu suchen. Deshalb müssen wir heute abbrechen. Das hier, ist das nicht die Kamera eures Freundes? Was kann da nur passiert sein? Es gibt ja wohl nur einen Weg, das zu erfahren. Wir gucken das Video. Solange ich bei Ihnen bin, kann Ihnen nichts passieren. Wenn ich als Kind ausbüchsen wollte, habe ich Klamotten zusammengeknotet, um ein Seil zu knüpfen. Das funktioniert perfekt. Ihr beide seid an allem schuld, Mirai! Entschuldige, dass wir dich aufheitern wollten. Was ist in meiner Hose? Irgendein Vieh! Wer sind diese Staubfädel? Wir sind ausgebucht. Ah, ihre Hand! Ja, wie fandst du denn den Film? Der war gut, also ich habe echt gelacht, der war geil. Was hat dir da so gefallen? Alles so, die ganzen Sprüche von der Oma, die Oma die Beste. Ja. Ganz gut eigentlich. Ja, und bei dir? Auch ganz gut. Dankeschön. Sau witzig, richtig witzig, ja. Und dir? Ja, auch gut. Ja, ich mag französische Filme, haben guten Humor und ich konnte endlich mal so richtig lachen. Hat mir gefallen. Nee, der Film war auf jeden Fall sehr lustig. Allgemein, wie gerne Stereotypen eingebaut wurden, besonders die Sachen und Line Left und die Oma. Die Oma war es auf jeden Fall. Die Oma war richtig geil. Lustig auf jeden Fall. Was Geld wert. Ab in den Dschungel haben sich die Charaktere des Films Ab in den Dschungel gedacht und sind ab in den Dschungel gegangen. Die Story habe ich jetzt schon grob angerissen. Gibt es da noch mehr zu erzählen? Was? Das war eher so ein Hangover. Französischer Hangover-Film mit halt nur ohne Alkohol. So kann man es eigentlich beschreiben.
Würde ich sagen. Stimmt. Also, und vergessen wir da auch nichts. Also es geht darum, dass eine Gruppe von Kumpels in so ein Öko-Luxus-Resort reinkommt zu dem Vater von einer Dame aus der Gruppe und wie es halt so ist, das ist dann der potenzielle Schwiegervater und die haben sich nicht so lieb und bla und blub, ist eigentlich gar nicht so interessant oder irrelevant, weil ein Teil dieser Gruppe, beziehungsweise der größte Teil, geht dann nämlich im Dschungel verloren. Ja. Und der Trick an der Sache ist, der den Produktionswert des Films wahrscheinlich auch ein kleines bisschen billiger gemacht hat, die finden dann irgendwann die komische Action-Cam von diesem GoPro. Einen etwas, ja. Ich möchte fast schon minder bemittelten Typ aus der Truppe nennen und gucken sich dann quasi den Film an. Das heißt, ihr müsst euch auf viel Kameragewackel gefasst machen. Es ist nämlich, wird zur Hälfte aufgezogen wie so ein Found-Footage-Film, ist aber eine Komödie. Und ich fand's lustig. Er war witzig, das muss man sagen. Anfangs ein bisschen trocken, hat ein bisschen gedauert, bis er Fahrt aufgenommen hat. Zwischenzeitlich dann doch sehr, sehr lustig, aber zum Schluss dann halt sehr klischeehaft. Ja. Also dann dieses klassische Happy End und doch alles gut und dann er rennt ihr hinterher. Und also auch von den Charakteren ist eigentlich alles dabei, was man so aus einem 0815 kennt. Das ist der eine, der ein bisschen doof ist, ist der andere, der ein bisschen cool, aber doch rattig ist. Dann ist es natürlich der normale Typ, der aber ein bisschen schüchtern ist und natürlich die verrückte Tussi und die normale Tussi, die aber ein bisschen arrogant ist und klebschäbeladen. Es sind relativ Standard-Gags auch, aber ich fand, die waren gut aneinandergereiht. Der Film ist, ich sag mal, nur 1,5 Stunden lang. Das ist ja heutzutage schon wenig. Und er ließ sich super weggucken. Was könnte man noch zu sagen? Wer jetzt regelmäßig in die Sneak geht, es ist ein französischer Film. Aber französische Filme waren bisher ja auch eigentlich nie schlecht. Also das muss man auch so sagen. Also Großteil der ziemlich beste Freunde zum Beispiel, der lief, glaube ich, auch damals in der Sneak. Ja, wir hatten auch hier nur eine Stunde Ruhe zum Beispiel und dann Frühstück mit Monsieur Henri, glaube ich, oder sowas. Ja. Also französische Komödien haben wir schon ein paar gesehen. Die hier ist aber, ich würde sagen, eine Spur derber und platter. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ein bisschen moderner vielleicht vom Humor. Und das hat mir sehr gefallen. Ich bin kein Freund von französischen Komödien, auch wenn der Typ mit seiner Kuh recht lustig war, der vor ein paar Wochen lief. Was gibt es noch zu sagen? Wir haben dieses Found Footage, es war relativ lustig, natürlich ein bisschen flach. Die Geschichte passt auf den Bierdeckel, ist völlig irrelevant, es sind ein paar lustige Sachen. Ja. Es ist eigentlich, ich fand, eine Aneinanderreihung von ein paar coolen Gags. Das stimmt, ja, das stimmt. Das war, es kam ein Gag nach dem anderen, das wurde fast schon erzwungen. Da haben natürlich nicht alle gezündet, aber der Großteil kam doch an. Aber im Großteil war es schon wirklich sehr witzig, das muss man sagen. Die Oma war sehr, sehr lustig, das muss man sagen. Ja, wir haben eine 86 Jahre ist alt und die geht dann auch mit in diesem Dschungel verloren. Die müssen es dann natürlich ab und zu tragen, weil sie den Rollator dann irgendwann stehen lassen müssen. Stellenweise den Film ein bisschen getragen, fand ich. Ja, vor allen Dingen, weil sie auch ein bisschen rassistisch ist und dann den einen... Genau. Das ist ein Franzose, dessen Hautfarbe ist ein kleines bisschen dunkler und das ist dann der Mohammed. Ja. Natürlich muss der dann auch ein Fluggerät abschießen und das ist natürlich die Steilvorlage für die Oma, da mal richtig die krassen Sprüche rauszuholen. Nee, aber die war schon wirklich klasse, das muss man sagen. Also die hat wirklich für den einen oder anderen Lacher schon gesorgt, schon alleine für den Lacher gesorgt. Wenn wir schon bei relativ flachen Witzen und niederen Trieben sind, zu gucken gibt es auch relativ viel. Es spielt auf, ich weiß nicht mehr, irgendwo in den Tropen. Ja, das stimmt. Jamaika war das? Das kann sein, ich bin 5 bis 10 Minuten später reingekommen. Das heißt, ich habe den Anfang verpasst, leider. Die ersten 5 bis 10 Minuten, deswegen kann ich nicht ganz sagen, auf welcher Insel das war. Aber auch wunderschön. Auch wenn viel mit dieser Handkamera aufgenommen würde, man sieht richtig Strand, Sommer, Sonne. Ich habe Glück, ich fliege morgen in Urlaub. Aber das macht richtig Bock drauf. Und niedere Triebe auch zum Gucken. Die Hauptdarsteller, das kann man, glaube ich, sagen, ziehen sich dann an einem Teil des Films dann mehr oder weniger fast komplett aus. Und da sind doch ein paar Charaktere dabei, die man sich auch gerne angucken kann. Ja, das kann man ist so stehen lassen. Wichtig. Bis auf 1, 2, 3 Stellen, da war es dann vielleicht nicht ganz so angebracht, sagen wir es so, aber im Großen und Ganzen ja. Ja. Natürlich, die Logik geht auch komplett weg. Oftmals tun sie das wahrscheinlich sogar absichtlich weglassen, damit die Gags einfach besser sind. Und die Geschichte ist eigentlich nur, wie komme ich jetzt vom einen Gag zum nächsten Gag? Also die Story, die erzählt wird, ist wirklich total haarsträubend. Ich sag nur das Flugzeug, kaum starten sie und dann sind sie auf 5 Kilometern Höhe oder sowas. Das stimmt. Aber das muss natürlich sein, damit sie dann die nächste Szene wieder machen können. Aber ich fand ihn gut. Niveauvoll ist er jetzt sicher nicht. Nee, niveauvoll kann man dazu, glaube ich, nicht sagen. Nee, da fehlt dann stellenweise doch noch einiges. Ah, jetzt ist mir eingefallen. Aber ich habe die letzten 2 Minuten nämlich nur Zeit geschunden. Ein Kritikpunkt habe ich nämlich noch und das ist die Synchro. Also ich bin großer Fan von deutschen Synchros. Aber
ich finde irgendwie gerade Französisch lässt sich schwer Deutsch synchronisieren. Also das hat sich alles ein bisschen komisch angehört. Das stimmt, das ist aber nicht nur bei französischen Filmen so, muss ich sagen. Zum Beispiel letzte Woche bei einem norwegischen Film ging es mir auch ähnlich. Ja. Ich finde, da ist es dann immer so, wenn du europäische Filme hast, die synchronisiert werden, ist es immer ein bisschen schwieriger. Ich glaube, das liegt auch daran, dass die Franzosen auch so ein bisschen overacten oder sowas und dann im Gesicht ist bei denen ja auch volle Kanne Kirmes und das versucht dann wahrscheinlich der Synchronsprecher auch durch übertriebene Stimme, sag ich mal, darzustellen und das funktioniert bei mir leider nicht so. Ja. Ja, kann ich dir nur zustimmen. Ja. Kann ich dir nur zustimmen. Aber das war der einzig größere Kritikpunkt, den ich an dem Film hatte. Ja, das stimmt. Aber da muss man, das ist ein Übel, mit dem man dann leben muss an der Stelle, weil anders... Er ist immer noch besser wie O-Ton, weil Französisch ist eine ganz schlimme Sprache und überhaupt, ich mag, alle Franzosen mag ich nicht. Ist eine Aussage. Ja. Ist eine Aussage. Kann man jetzt so im Raum stehen lassen. Nach Frankreich nur mit Panzern. Nur dann. kann man so stehen lassen jetzt. Wir werden hier ganz schön lang, auch weil du heute wieder ein Feuerwerk abgefeiert hast. Das letzte, ne? Muss im Vorprogramm ein bisschen mehr Platz, habe ich da wahrscheinlich gebraucht. Deswegen wird das Video ein bisschen länger. Wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, möchte ich mir nochmal danken bei dir. Das hast du wirklich sehr gut gemacht. Hast du dir würdig vertreten. Ja, zwei Leute haben ja dir auch Applaus gegeben, als du dich dann verabschiedet hast. Bist du das? Fans. Du hast ja auch gesagt, es ist heute der letzte Arbeitstag dann das sogar. Das ist heute tatsächlich auch mein letzter Arbeitstag nach 8 Jahren, Ich hoffe, du hattest auch Spaß mit mir. Ich hatte Spaß, oder mit dem Publikum. Hat Spaß gemacht, Bist du privat nochmal hier in das Kino reingekommen? Ja, klar. Also privat komme ich jetzt auf jeden Fall. Auch nochmal in die Sneak? Ja, ich denke schon. Jetzt, wo ich auch relativ gute Plätze bekommen kann, weil ich ja jetzt ein zahlender Kunde bin, denke ich schon, Alles klar, dann sehen wir uns demnächst im Kinosaal. Macht's gut. Tschüss.